Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück im letzten Playoff-Spiel. Ja, in dem Sinne ist es das, denn es ist das letzte Solo-Battle in dieser Woche. Wir müssen das Spiel gegen die Washington Redskins gewinnen, gegen unseren, ja, gegen meinen persönlichen auch härtesten Divisionsrivalen. Mein 32. liebstes Team in der NFL. Die Cowboys mit einem ersten Versuch und 10. Ein Laufspiel über die Außen, das geht über unseren Running Back, über Emmitt Smith. Aber ehrlich, wir laufen über die linke Seite, über die Weak Side. Da haben wir deutlich weniger Verteidiger. Ja, und sieh an, Emmitt Smith immer noch unterwegs. Schöner Run an die 44-Yard-Linie der Redskins. Neuer erster Versuch und 10 für die Cowboys. Play-Action, Misdirection-Shot. Blick geht zu Terrell Owens, der gleich die rechte hintere Seite der Redskins attackieren wird. Macht das gut, kann nicht getackelt werden. First Down an der 16-Yard-Linie für die Cowboys. Wir sind schon in der Red Zone der Washington Redskins. Und der nächste Lauf der Cowboys. Wieder ein Toss, diesmal aber über die rechte Seite. Boah, das war nicht gut. Keine guten Blocks. Die Washington Redskins bestehen ja hier aus Spielern des, ich glaube, des Harvest Teams, des Zero, des Most Fear Teams und des Zero Chill Teams. So ein kleines Konglomerat von Events, die wir hier haben. Emmitt Smith mit einem Run über die linke Seite. Der schiebt sich hier nach vorne, der Running Back der Cowboys, an die 6-Yard-Linie. Sehr schöner Run, aber noch kein First Down. Das wollen wir jetzt so mit dem Power O. Und das ist kein First Down. Wieder ist es Kerrigan. Also da müssen die Cowboys aufpassen. Ich glaube, die rechte Seite, die ist ein bisschen tabu. 4. und 1. Cowboys spielen diesen 4. Versuch aus. Ich will diesen Drive mit einem Touchdown beenden. Elliott ist jetzt unser Running Back und der ist in der Endzone. Touchdown für die Cowboys. Das Risiko hat sich gelohnt. Das ist halt das Schöne, wenn du hier zwei so gute Running Back im Kader hast. Double Slant. Wir achten auf Terrell Owens. Und der macht die Two-Point-Conversion perfekt. 8:0 damit der Spielstand. Das war ein langer, langer Drive, aber am Ende des Tages stand dann der Touchdown. Der Kickoff der Dallas Cowboys ist in der Luft. Der Ball ist an der 6-Yard-Linie und geht in der Endzone in Seiten aus. Damit ist es ein Touchback, erster und 10 an der 25-Yard-Linie. So, wir starten in einer Man-to-Man-Coverage. Quarterback ist Eli Manning. Nein, das ist Eli oder Peyton, da bin ich mal gespannt drauf. Auf jeden Fall ein Manning. Ich persönlich würde ja eher auf Peyton tippen, aber es ist Peyton Manning. Zweiter Versuch rund 12, der Ball kam an, aber 2 Yards Raumverlust. Cowboys mit dem Mitblitz. Linebacker in der D-Line. Und Ed Tutor Jones springt leider Gottes ins Leere, aber der Ball war nicht complete. So, und damit zwingen wir die Redskins in einen 3. Versuch und 12 hinein. Und ein Mörder-Catch, das gibt's ja gar nicht. Sanders kommt da noch gerade heran. Ein Wahnsinnsplay der Redskins. Cortland Sutton mit dem Catch. Und der Ball ist in der Red Zone der Cowboys. Wir können uns hier am Sprint-Tempo von Deion Sanders bedanken, dass der Ball nicht in der Endzone war. Oh, das war ein False Start in der O-Line. Da geht es 5 Yards zurück. Das heißt, erster Versuch und 15 jetzt an der 17-Yard-Linie. Unglückliche Strafe für die Redskins.
Erster und 15 an der 17-Yard-Linie. Laufversuch von Johnson, der ist gestoppt und ich vermute mal, das dürfte das letzte Play gewesen sein im ersten Quarter. Genauso ist es. Wir gehen rüber ins zweite Quarter. Zweiter Versuch und 15 an der 17-Yard-Linie für die Washington Redskins. Und wieder ein Run. Und ein gebrochener Tackle. Das mag ich ja gar nicht, wenn das meinen Ends passiert. Dritter und 9. Ball an der 11. Ganz wichtiger dritter Versuch hier. Incomplete Pass. Vierter Versuch und 9. Da bleibt jetzt den Redskins nicht anderes übrig, als ihre Field Goal Unit aufs Feld zu schicken. Der Attempt ist gut. Washington verkürzt, neuer Spielstand 3:8 aus Sicht der Redskins. Wir sehen den Kickoff. An der 5-Yard-Linie nimmt Sanders den Ball auf. Return über die linke Seite. Oh, da habe ich gedacht, er wäre im Seitenhaus gewesen, aber das war er wohl dann doch nicht. Erster und 10 an der 42-Yard-Linie der Redskins. Gehen per Audible in einen Tight End Attack. Witten attackiert die Mitte. Der Blick geht auch zu Terrell Owens. Links außen. Der ist gut gedeckt. Ball geht zum Running Back. Zu Emmitt Smith. Der Ball ist an. Ja, der ist über der Mittellinie. An der 49-Yard-Linie. Ein Yard fehlt noch. Also erstmal ein Lauf durch die Mitte für das neue First Down. Und dann sind wir auch schon beim Two-Minute-Warning angekommen. Heißt, es laufen die letzten 2 Minuten der ersten Hälfte der Partie. So, Cowboys Double Slant. Owens und Irvin von links. Cooper von der rechten Seite. Ball geht über die Mitte. Das war nicht gut. Da haben sich gerade die Wege von Cooper und Owens gekreuzt. Inklusive natürlich deren Verteidiger. Und dann kommt so ein Ding halt nicht an. Wir nehmen den Trail. 2010 an der 43. Owens, Witten und Cooper attackieren die Mitte. Cowboys suchen nach Mai Cooper. Der kann den Ball nicht festhalten. Dritter und 10. Wichtiger dritter Versuch. Die Augen gehen zu Jason Witten in der Mitte und zu Terrell Owens im Slot. Terrell Owens. Der Ball ist an der 11-Yard-Linie. Ein riesen Catch von Terrell Owens. Obwohl er stark bedrängt worden ist, pflückt er den Ball hier herunter. Die Bielins. Erster und 10. Wir achten auf Jason Witten. Wir achten auf Terrell Owens. Ball geht nicht zum Tight End. Das ist ja unfassbar. Was für eine Interception. Sean Taylor, ja, die Legende der Washington Redskins, das passt ja hier mal sehr gut mit dem Pick gegen die Cowboys. Jetzt haben die Redskins den Ball an der eigenen 16-Yard-Linie, noch 21 zu spielen. Peyton hat noch 3 Auszeiten zur Verfügung. Die Cowboys müssen hier aufpassen, nicht in Rückstand zu geraten. Vollständiger Pass der Redskins. No Huddle Offense jetzt. 2:1 an der 25-Yard-Linie ist der Ball. Und das ist ein Sack at Tutor Jones. Bringt Peyton Manning zum Fall. 3:8. Redskins nehmen ihre erste Auszeit. Dieser 3:8 ist natürlich auch eine Nummer. Von der eigenen 18-Yard-Linie. Wieder ein wichtiger dritter Versuch für Washington. Vollständiger Pass und war, nein, es war keine Completion. Denn Jalen Smith tackled Reed hier so hart, dass er den Ball direkt wieder verliert. Starkes Play vom Middle Linebacker der Cowboys. So, wir sehen den Punt.
an der 35-Yard-Linie aufgenommen von Sanders und der wird direkt zu Boden genatzt. Keine Chance für den Returner der Cowboys, aber Ballbesitz an der 41-Yard-Linie. Und da lässt sich doch eigentlich mitarbeiten. Wir nehmen die 4 Verticals, geben Owens aber auch die Option zu entscheiden, ob er eventuell auch über die Mitte geht. Incomplete Pass. Es läuft nicht rund bei den Cowboys. Slot Drive. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Emmitt Smith. Terrell Owens im Slot. Die Cowboys werfen tief auf Amari Cooper und das ist die nächste Interception. Diesmal ist es Bouye mit dem Pick. Wenn das so weitergeht, wird das Spiel 8-3 enden, weil die Redskins immer an der eigenen Endzone anfangen müssen. Während die Cowboys eine Interception nach der anderen werfen. Incomplete Pass. Wir sollten mal mehr in Richtung Laufspiel arbeiten. Cover 3 Sky Defense. 2010 an der 13-Yard-Linie. Vollständiger Pass, direkter Tackle. Ball ist an der 15. Dritter und 9. Da lassen die Washington Redskins jetzt die Uhr schon herunterlaufen. Wir werden noch ein Play sehen, das ja. Ich rechne mit einem konservativen Laufspiel. Genau so ist es. Und das war's. Die erste Halbzeit ist vorbei. Kein gutes Footballspiel, aber die Cowboys führen mit 8-3. So, dann haben wir noch Gruden. Jay Gruden, den Bruder von John Gruden. An der Seitenlinie gesehen ist er mittlerweile auch nicht mehr der Head Coach. In der gesamten NFC East, bis auf die Eagles, wurden hier die kompletten Head Coaches durchgetauscht. Neuer Head Coach in Washington ist der ehemalige Head Coach der Panthers. Das ist Ron Rivera. Und auf den bin ich auch sehr, sehr gespannt. So, erster Versuch und 10 für die Redskins an der eigenen 25-Yard-Linie. Cowboys in einer Man-to-Man-Coverage. Laufversuch Johnson, der kommt nicht nach vorne. Tackle for loss, 2. und 12. Jalen Smith, unser Middle Linebacker, der macht hier ein Riesenspiel. 2. und 12. Peyton Manning gesackt von Sean Lee. Und jetzt haben wir einen 3. und 21 und der Drive der Washington Redskins ist so gut wie am Ende. Das sieht nach einem starken 3-and-out aus. Manning wirft den Ball ins Aus. 4. Versuch und 21. Wir sehen den nächsten Punt der Redskins. Man muss ganz ehrlich sagen, bis auf diesen einen langen Pass, diese Passbombe von Manning, war bis dato nicht zu sehen von der Offense der Redskins. An der 35-Yard-Linie nimmt Deion Sanders den Ball auf. Retourniert bis zur 47-Yard-Linie der Redskins. Und jetzt bitte keine Interception mehr. Laufspiel wird, ich möchte ungern über die linke Seite laufen. Irgendwo lauert Kerrigan wieder auf uns. Viel besser war es auf der anderen Seite, aber auch nicht. 2. Versuch und 10. Whitner attackiert die Mitte. Cooper im Slot. Blitz angesagt. Wir achten mal auf Terrell Owens. Wenn der sich da lösen kann, dann kann er den Ball nicht herunterpflücken. Und wieder ist es ein 3. und 10. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Smith und wir achten auf Amari Cooper. Vierter und 10 an der 47-Yard-Linie der Redskins. Was ist mit der Offense der Cowboys los? Wir spielen den aus. Jason Witten attackiert die Mitte. Emmitt Smith aus dem Backfield hat den Ball, hat aber glaube ich kein First Down. Der Ball ist an der 38-Yard-Linie. Over and Downs. Ballbesitz Redskins jetzt mal mit einer guten Feldposition an der 38-Yard-Linie. Was ist das hier für ein Footballspiel?
Kein Running Back bei Peyton Manning im Backfield. Wir haben das große Glück, dass die Receiver der Redskins gnadenlos wirklich jeden Ball bei der kleinsten Berührung fallen lassen. Zweiter Versuch und 10 mit Blitz. Linebacker sind in der D-Line. Der Run gestoppt, Gott sei Dank, von Byron Jones. Sicheres Tackling. Das ist ein 3. und 8. Also wieder die Chance, die Offense der Redskins zu stoppen. Und das gelingt, ist zwar ein vollständiger Pass von Manning, aber kein First Down. 4. und 3 von der eigenen 44-Yard-Linie. Schicken die Redskins wieder einmal das Punt-Team aufs Feld. Das ist wirklich Katastrophen-Football, den wir hier sehen. Sanders, den Ball muss er eigentlich aufnehmen. Eieieiei. An der 4-Yard-Linie sind wir jetzt. Da hätten wir das Risiko auch einfach sein lassen können. Das Gute ist, jetzt können wir wirklich mal ein bisschen laufen. Emmitt Smith, ich hoffe, dass wir laufen können. Und da hat er eine Lücke. Emmitt Smith mit dem First Down an der 18-Yard-Linie. Knallharter Hit von Ty Law. Erster und 10 an der 18. So, die Cowboys laufen weiter. Mir geht es hier um, wirklich Zeit von der Uhr zu nehmen. Das ist hier so ein schlechtes Footballspiel. Ball an der 26-Yard-Linie, 2. und 2. Man kann es auch andersrum sehen. Die Defense-Reihen dominieren dieses Spiel hier komplett. Wir nähern uns dem Ende des 3. Quarters. Das letzte Play im selbigen. Und Emmitt Smith kommt. Na, hat das gereicht für das First Down? Ganz knapp, aber es hat. Wir sind im Schlussviertel unterwegs. Und wenn die Cowboys jetzt weiterlaufen und damit Erfolg haben, dann wird es sehr, sehr schwer für die Washington Redskins werden. 1. und 10, Lauf der Cowboys. Emmitt Smith, 3 Yards Raumgewinn, 2. Versuch und 7. Ein Lauf nach dem anderen. Wieder Emmitt Smith. Run durch die Mitte. Cowboys kommen an die 36-Yard-Linie. Aber jetzt ein 3. Versuch und 2. Wir nehmen den Stick. Owens und Irvin von links auf einer Slant. Jason Witten, der Tight End, ist unsere Absicherung. Und Cunningham mit dem First Down. Ich sollte eigentlich sliden und dann nimmt er den Kopf runter. 1. und 10 an der 46-Yard-Linie. Aber es hat gereicht. Die Uhr läuft weiter und wir sind gleich beim Two-Minute-Warning angekommen. Run von Emmitt. First Down an der 40-Yard-Linie der Redskins. Die Cowboys kontrollieren hier jetzt die Uhr. Neuer 1. Versuch und 10. Keine Chance für Emmitt Smith, nach vorne zu kommen. Die Redskins müssen aber jetzt schon anfangen, die Auszeiten zu nehmen. 2. Versuch und 10 von der 40. Lauf über die linke Seite. Da ist eine Lücke. Und die findet er mit Smith. 2. Timeout genommen. Noch kein First Down. Jetzt haben wir einen 3. Versuch und Zentimeter. Ich glaube, wenn die Cowboys hier einen First Down holen, ist das Ding eigentlich so gut wie gegessen. Wir sind jetzt schon in der Green Zone. Jetzt nur keine Yards verlieren. Emmitt Smith verliert keine Yards, der holt das First Down. Washington nimmt die letzte Auszeit. Wir haben einen neuen 1. Versuch an der 22-Yard-Linie. Und natürlich bleiben die Cowboys beim Laufspiel. Die Redskins können die Uhr nicht mehr kontrollieren. Der nächste Run, das nächste First Down für Dallas. Emmitt Smith an die 10-Yard-Linie. Weiterer Run, rechte Seite. Und das ist der Touchdown für Dallas. Und bei diesem Low-Score-Game, was wir hier haben,
dürfte das die Entscheidung gewesen sein. Der Versuch noch der Two-Point-Conversion. Terrell Owens im Slot. Und die Cowboys führen 16:3. 13 Punkte Führung. 1 Minute 21 vor dem Ende der Partie. Die Washington Redskins haben keine Timeouts mehr zur Verfügung. Und waren bis dato von einem Touchdown bis auf diesen einen langen Pass meilenweit entfernt. Es sieht gut aus für die Cowboys. Der Return ist gestoppt an der 35-Yard-Linie. Erster Versuch um 10. Cowboys natürlich jetzt in einer Cover 4 verteidigen. Nur noch gegen eventuelle Big Plays der Redskins. Und ein ganz schwacher Ball von Peyton Manning. Der Receiver war frei, der Druck war nicht zu groß. Also der muss zum Receiver kommen, der Ball. Definitiv Fehler des Quarterbacks. 2010. Vollständiger Pass, direkter Hit. Es ist ein 3. und 6. Tiefer Ball und fast intercepted. 4. Versuch und 6, den müssen die Redskins jetzt ausspielen. Ball an der 39-Yard-Linie. Und der ist incomplete. Turnover und Downs. Ballbesitz Dallas an der 39-Yard-Linie. Der Redskins. Und jetzt können wir mit Laufspiel eigentlich die Uhr runterlaufen lassen. Oh, Emmitt Smith hat eine Lücke. Immer noch auf den Beinen. Bleibt in Bounds. An der 14-Yard-Linie. 148 Yards hat der Running Back der Cowboys gemacht. Jetzt ist er sogar noch in der Zone. Das heißt, auch die Fumble-Gefahr ist jetzt nicht mehr da. Letzten 30 Sekunden der Partie laufen bereits. Emmitt mit dem Run an die 11-Yard-Linie. 2. Versuch und 7. Lauf geht über die linke Seite. Da verliert Emmitt Smith wieder 2 Yards. War das letzte Play im Spiel? Die Uhr tickert hier langsam runter. Ja, da werden die Cowboys kein Play mehr starten können. Das Spiel ist aus. 16:3 schlagen die Cowboys die Redskins. Wir haben alle unsere Must-Win-Games gewonnen. Das war die letzte Solo-Battle-Partie der Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.